Ja, und zurück zu den Grüften. Ich denke mal, den Hammer werde ich gleich behalten können. Denn da werden doch recht viele Skelette sein, ne? So, also hier waren noch die Grüfte, richtig? Hey, jo. So, alle, hopp. Hey, also geklappt. Sehr schön. Gucken wir erstmal, was oben ist. Das war ja nicht sehr hoch. Dich an. Dich an. Ah, noch mehr von diesen komischen Augen. Die haben letztes Mal nichts gemacht. Ha. Soweit ziemlich frei. Wow, okay. Letztes Mal haben sie nichts gemacht. Jetzt wohl schon. Was machen die Strahle? Oh, okay. Fast gar keinen Schaden machen. Oh, 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 oh. Weg mit dir. Er hat komische Augen. Also ja, sie machen Schaden, aber das ist so deep. Und zack. Zack. So. Genau, Drachi ist beinahe gestorben. Ich glaube, ich nehme die Topfpflanze lieber raus. Wegen Lebenspunkten und so. Ich will nicht immer die grünen Essenzen verballern. So, was ist da hinten in dem Sarg? Ein Schädel. Okay. Bestimmt für irgendeine Quest für lila Magie, hm? Wenn man den ganzen Fackeln sich immer so anguckt. Und wir haben lila Essenzen, die wir noch nicht brauchen. Also da war nichts. Warte mal, da muss irgendwo eine Lampe sein. Ha. Ich benutze mal so eine Schriftrolle. Oh, okay. Das ist wegen Secret oder so, aber nein, wir können einfach hier nach oben gehen und dann nach rechts. Genau. Alles schon ausgeleuchtet. Wie kommt denn sowas bloß? Oh. Was für Schädel sind das denn hier? Karnemagische Essenz. Lebensfunke. Seltsame Materie zum Herstellen von fortgeschrittenen magischen Tränken. Und der Schädel? Absorbiert die Lebensenergie jeder lebenden Kreatur. Was Untoten und Konstrukte ausschließt. Ah. Und Topfpflanze ist tot? Ja, das ging viel zu schnell. Oh, was haben wir hier? Dich schon wieder. Hallo, Geist. Willkommen, junger Abenteurer. Hallo mal wieder. Aber was ist das hier? Hier gewährt der Gott des Lichts Gegenstände zurückzugewinnen, die durch dunkle Magie verwandelt wurden. Wie auch immer, er wird seinen Dienst nur dem bieten, der ihn wirklich verdient. Was? Um einen Gegenstand zurückzuverwandeln, zahle 100 göttliche Gunst und drücke Enter im Licht. Was ist 100 göttliche Gunst? Du hast keinen verwandelten Gegenstand, den du zurückhalten kannst. Okay. Ein bisschen verwirrend oder so. Hallo, Skelett. Tö. Tö, tö, tö. Oh, ein Kriegsstreitkolben. Was machst denn du? Also unser jetziger macht 200. Du machst 214. Und schnelle Angriffe. Das klingt doch gut. Ausrüsten. Und dahin ziehen. Und zwei zuordnen. Oh, was haben wir? Oh, 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 oh. Ja, das konnte ich jetzt nicht lesen, weil ich sonst totgehauen werden wäre. Flucht, Flucht. So, jetzt ruhig, kann ja gleich das hier machen. Zack, genau. Und zurück. Da
rein. Da rein. Und das Gebiet da rechts jetzt gerade sind wir durch, richtig? Richtig, jetzt müssen wir nur noch einmal nach oben. Geronimo. Oh, oh. Oh, oh. Hey, hier könnten wir auch runterfallen. Das wäre vielleicht einfacher, als bei der Mine die Herausforderung zu machen. Wo führst du jetzt hin? Noch mehr Seile. Und dann hier hin. Ha, warte mal ganz kurz. Mine ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Das heißt, hier müssten wir wieder mit diesen komischen Seilen arbeiten und zum richtigen Zeitpunkt abspringen, damit wir nicht auf diesen Vorsätzen landen. Was ich einfach nicht besonders gut kann. Ja, oh, das ist ein Geschäft. Aber ich glaube, ich probiere es trotzdem mal. So. Genau, du musst erstmal weg. Also hoch, runter, gegensteuern. Gegensteuern. Ah. Nee, das klappt so erstmal nicht. Und wir haben irgendeine Herausforderung freigeschaltet vorhin. Genau, die würde ich mir gerne noch angucken. Und zwar... Trag 666 Essenzen jeder Farbe, 666 Goldstücke und 666 göttliche Gunst gleichzeitig. Ich weiß immer noch nicht, was göttliche Gunst ist. Okay. Händler. Erstmal zum Waffenhändler. Verkaufen. Unseren alten Streitkolben. Das da und das war's auch schon. Kaufen. Waffen. Falchion. Braucht Stufe 11. Können wir schon mal nicht haben. Feuerzepter. Schaden 220. Seht als Streitkolben. Huh. Nö, lass mal. Rüstung. Könnten wir noch einen Punkt auf Rüstung legen und dann das Ding hier kaufen. Oder wir warten einfach ein Level und ziehen die Plattenrüstung an, die wir schon haben. Sparen wir ein bisschen Geld, ist okay. Bei dir? Diverse Gegenstände. Ganz viel Zauberzeug. Langsames Gift braucht 4 in Heilung. Das hab ich. Teleportation zu Katakomben. Oh nö. Rezepte. Trankrezepte verbesserten Entdeckung. Entdeckt. Fallen, versteckte Türen und falsche Wände. Wiederbelebungselixier. Wiederbelebt ein totes Haustier. Oh, das ist sehr praktisch. Das kaufen wir einmal und setzen Punkte in Tränke. Tränke. So. Inventar. Wiederbelebungstrank für Haustiere. So, was brauchen wir dafür? Das konnten wir irgendwo nachgucken, richtig? Genau, wir brauchen Lebenspunkte und grüne Essenz. Das ist machbar. Sehr schön. Ich kann endlich noch mehr Haustiere verdienen als vorher. Nicht, dass ich das planen würde oder so, aber gut zu wissen. Ting, nix. Ting. Okay. Wow. Nee. Au. Er hat mich gerade von der Leiter geholt. So. Du kannst herkommen, die Skelettköpfe bleiben hoffentlich erstmal da hinten. Wo kommt die alle her? Ja, aus dem riesigen Haufen Schädel auf dem Boden, aber... So, jetzt nach und nach die Schädel weghauen. Schneller drücken. So. Also die Katakomben haben es echt in sich. Und da ist wieder was rausgekommen. Irgendwo. Da. Kriegsstreitkolben. Mehr Licht. Und irgendwie bringt meine Kerze hier auch nicht ganz so viel. Und
mein Hammer hat anscheinend eine größere Reichweite als deren Äxte. Wow. Und ich kann ja nicht ausweichen. Was zur Hölle? Das ist ganz schön unfair. Wow. Weg. So. Haben wir noch Essenzen? Also diese magischen? Nee. Aber wir gehen einfach zum Koch. Und machen da einen schönen Trank. Nein, nicht den. Den hier. Genau. So. Wo ist meine Top-Pflanze? Da ist meine Top-Pflanze. Schon besser. Hm, ja. So. Und zurück in die Katakomben. Zap, zap, zap. Haben schon ganz schön viele Tore aufgedeckt. So, wo genau haben wir noch nicht weitergemacht? Überall. Das ist hier riesig. Eigentlich wollte ich darauf fallen. Genau, da drauf fallen. Also zweimal noch hoch. Einmal noch hoch. Und nach rechts. Immer schön Schritt für Schritt alles aufdecken. Sonst wird das viel zu chaotisch. Oh ne, respawn. Die Top-Pflanze ist wieder kaputt. Das ist doch albern. Stirb. Ah. Nicht schön. Echt nicht schön. Und diese Funken kriegt man auch nicht so häufig, ja? Nope. So. Jetzt kommt das Feuerball-Ding. Werde ich wohl doch mal heilen müssen. Genau. Nochmal. Au. Jojo. Nochmal ein. Also gibt es hier auch Skelettenmagier. Nicht schlecht. Oh, weg hier. Nochmal heilen. Nochmal heilen. Und töten. Oh, ganz viele Skelette. Boah. Definitiv neue grüne Essenzen kaufen. Nix, okay. Hier müsste irgendwo wieder eine Sidequest sein. Dafür sind die Türen normalerweise bekannt. Hallo? Seid gegrüßt, junger Mensch. Grüße. Wer bist du? Bist du Gott? Ich bin nicht der Gott, den du meinst. Aber ja, ich bin ein Gott. Der Gott des Lichtes. Warum bist du nicht in einer goldenen Box? Zuerst einmal, was du siehst, bin ich ich. Es ist nur eine Projektion von mir. Des Weiteren, Götter unterliegen nicht den Einschränkungen, denen reine Geister unterliegen. Ich habe dich mit den Schatten und Untoten kämpfen sehen. Um dir zu helfen, will ich dir die Kunst des Lichtes geben. Durch sie kannst du meine Kräfte im Kampf gegen die Untoten beschwören. Danke. Ich werde also mit der Hilfe des Lichtes jede Art von Schatten zerstören können, richtig? Wenn du damit den Schatten, der in dir gefangen ist und du Zera nennst, meinst, ja, du kannst ihn damit töten. Allerdings wirst du bald etwas entdecken, das dich deine Sicht der Dinge ändern lässt. Die Magie des Lichtes wurde deinem Charakterbogen hinzugefügt. Dir wurde das Gebet des Lichtbolzens gewährt. Das war jetzt das erste Mal, dass wir Zauber bekommen haben, ohne dass wir zickzack laufen mussten dafür. Das ist schon mal sehr schön. Gebete des Lichtes erfordern göttliche Gunst anstelle von magischer Essenz. Göttliche Gunst erhältst du durch das Töten von Untoten. Je mehr du zerstörst, umso mehr Gunst kannst du sprechen.
Okay. Und wo wird die angezeigt? Drücke F5. Durch das Drücken von F5 erlaubt dir das, alle dir bekannten Zauber anzuzeigen. Ja. So, F5. 500 Schaden? Wow. Achso, da ist göttliche Essenz. Ja, sehr schön. F1, Shift 1. Speichern und wir sehen uns gleich wieder.